Kann das die Höhle sein, in die wir rein müssen? Ist das die Falle, die ich haben wollte? Leute, ist das so umgebaut worden? Aber nur mal, ich bin jetzt wieder in meiner Basis drin. Doch nicht dein Ernst. Oh, hier, beschmeiß ich mit Stämmen. Ich dachte, da steht auch noch was. So wunderbar. Dann haben wir diese Falle auch platziert. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Gamebro, dem Grimbo, der Lydia und dem Kelvin. Keine Ahnung, wo die sich gerade rumschlagen. Leute, wir haben in der letzten Folge eine kleine Odyssee zusammen durchgestanden. Ich wollte einen Bauplan holen für eine schöne Falle, die wir gut benutzen können, aber irgendwie habe ich mich total verfranzelt. Ich habe die falsche Höhle erwischt. Damit fing es schon an. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf, Leute. Aber ich denke mir einfach mal, das gehört bei diesem Spiel einfach auch mal dazu. Ja, es ist Teil des Spiels. Was ist denn hier los, Leute? Hallo? Ist denn du? Oh mein Gott. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr interessant. Habt ihr sonst noch irgendwas Spannendes für mich dabei? Keine Ahnung. Sehr, sehr, sehr interessant, Leute. Ihr sitzt hier einfach am Baum mit dem Messer im Bauch. So, wie gesagt, da nahm das Schicksal seinen Lauf und wir haben uns völlig verpranzelt. Es war nicht völlig vergebens. Wir haben natürlich Munition und ein bisschen Loot rausgeholt. Aber es war natürlich überhaupt nicht das, was ich vorhatte. Und darum bringen wir die Geschichte heute zu Ende. Ich glaube, ich weiß grob, wo ich hin möchte jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich tatsächlich den Bauplan aus der Höhle fischen werde. Wir machen das jetzt gemeinsam. Wir sind nochmal unterwegs. Und irgendwo hier in diesem Gebiet vermute ich noch einen Höhleneingang. Bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin. Ich glaube... Moment, wir gehen einmal hier außen rum, Leute. Wir schauen uns gemütlich um und wir schauen, wo wir hin müssen. Also ich bin irgendwie auch noch... Hallöchen, mein Lieber. Bevor du mich schlägst, schlage ich dich. Wundert euch nicht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich brüte ein kleines bisschen was aus. Könnte sein, dass ich etwas komisch klinge, aber das wird sich wieder geben. Ich habe einen schweren Porsche-Malz. Ich hoffe, das gibt sich bald wieder. Aber ich denke, wir kommen damit zurecht. So. Und jetzt weiter. Auf geht's, Leute. Das muss irgendwo hier in der Nähe von diesem Bach oder Fluss sein, See, was auch immer das sein mag. Eine Höhle, die sich auf meiner Karte noch gar nicht zeigt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal hier gemeinsam um. Hallo ihr Lieben, na, seid ihr auch unterwegs? Sucht ihr auch die Höhle, die ich suche? Guck mal, hier ist das hier vielleicht? Nein, ich denke nicht. Kann doch nicht sein. Kann das die Höhle sein, in die wir rein müssen? Mach mal eine Lampe an. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eigentlich nicht. Bin ich denn jetzt hier gelandet, Leute? Das ist eigentlich gar nicht das, wo ich hin wollte. Aber wir schauen uns jetzt gerade mal hier um, wo wir schon mal hier sind. Draußen sind die Mutanten-Zombies. Und wir sind hier drin und looten uns ein bisschen glücklich. Was habe ich denn jetzt? Ist das die Falle, die ich haben wollte? Leute, ist das so umgebaut worden? Das wäre ja höchst gerade interessant. Ich glaube, das ist die Falle, die ich suche. Na, dann haben wir es ja wohl geschafft. Leute, dann bin ich sicherlich irgendwie scheinbar noch auf einem alten Stand. Ich hatte mir das angeguckt. Es war ganz anders. Es war dieser Bereich. Hier müsste es irgendwo einen Höhleneingang gegeben haben. Aber so einfach zu finden, hätte es nicht sein dürfen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das die Falle ist. Weil ich trinke jetzt nicht aus der Pfütze. Ich glaube tatsächlich, dass das die Falle ist, die ich gesucht habe. Leute, wenn dem so ist, machen wir uns gleich auf den Rückweg und schauen mal immer zu, dass wir das ganze Gedöns mal aufbauen. Leute, die Geräusche, das macht mich kirre. Ich glaube, das kommt alles von oben. Ich schau mal gerade, was haben wir denn noch an Platz in den Taschen, um Sulfurit oder Sulfur, wie heißt das Zeug, einsammeln zu können. Es dauert alles. Sulafiterz. Okay, unsere Taschen sind voll. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal wieder raus. Hier gibt es sonst nichts mehr.
Schau dich um, nicht, dass du wieder die Hälfte liegen lässt. Grimmo. Hier sitzt noch ein Toter mit einem schönen, schicken Kreuz. Da geht's wieder hoch. Leute, hier die ganzen Dosen und Seile. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen. Wir gehen wieder hoch, Leute. Also, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass wir so einfach an diese Falle kommen, an diesen Bauplan. Heute blendet die Sonne, wenn man hier rauskommt. Hallo, mein Lieber. Na gut, dann hau halt ab. Ich suche mir mal eben einen hohen Spot, von dem aus wir fliegen können. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Leute, das ist tatsächlich die Höhle gewesen. Wahnsinn. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Was ist denn hier los? Wo bist denn du runtergepurzelt gekommen? Tanzt du für mich? Okay, na dann tanz mal schön weiter, Mädel. Wollen wir dich mal nicht stören, ne? Bestell einen schönen Gruß zu Hause. Was? Und mir haut einer einen Rücken, oder was? Kann ja wohl nicht sein. Tanzt, leck mich ab und der Nächste kommt und schlägt mir ins Kreuz. Wo sind wir denn hier gelandet? Was habt ihr denn für Sitten drauf? Leute, ich fühle mich an, als ob ich eine Stimme habe wie ein Reibeisen. Aber ich hoffe, das ist auszuhalten, Leute. So, ich packe mir mal eben schnell den Leiter und dann flitzen wir so schnell, wie es geht, zurück nach Hause. Wobei, wir könnten ja natürlich einmal kurz schauen. Hier hinten war noch das rote M. Ich weiß gerade gar nicht mehr, uns das schon angeschaut hatten, und ein bisschen weiter war noch ein Fragezeichen. Genau, das könnten wir uns auf jeden Fall auch noch einmal kurz anschauen zusammen. Pass auf! Nicht in die Bäume, nicht in die Bäume! Das war ja ein erfolgreicher Flug. Grimmo! So, schnapp's dir. Weggepackt, das Ding gut verstaut und auf geht's. Leute, ich bin nicht hundertprozentig fit, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Wir machen das. Muss die Karte. So, wir sind ja auch schon fast da. Es ist ja gar nicht mehr so weit. Wir hätten noch ein Stückchen weiter fliegen können. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich war in diesem Spot noch nicht. Das rote M, was bedeutet denn das? Und warum kommst du hier die Kante nicht hoch? Stoße nicht das Knie, Grimmo. So, ich bin wahnsinnig gespannt, Leute. Beim letzten Mal, das war so eine Odyssee. Und wir sind 40 Minuten durch die Höhle gerannt. Nur dafür, dass dieser Bauplan, den ich gerne haben wollte, einfach nur in einem Loch im Keller lag. Also ich bin da schon ein kleines bisschen selbst schockiert von mir. So, wo sind wir jetzt hier gelandet, Leute? Kämpft ihr mit Mutanten? Was bist denn du für eine? Hallo? Geh weg von mir! Komm, ich helfe euch, ich helfe euch. Erledigt. So. Seht ihr, ich bin gar nicht so mies. Eigentlich können wir Freunde sein, Leute. Wir müssen uns nicht immer kloppen. Ah, da ist einer mit einer goldenen Maske. Ich glaube, dann mache ich das mit meiner mal nicht. Leute, ich habe euch gerade den Hintern gerettet vor diesem bösen Mutantenvieh. Ihr wollt euch jetzt nicht ernsthaft mit mir kloppen. Hopp, geht doch einfach weg. Hier sind aber nur Mädels gerade anwesend. Kann das sein? Nee, du nicht. Ach, schau mal, Leute. Ich weiß, wo wir hier sind. Hier ist der Thron. Hier haben wir schon mal gesessen. Wisst ihr was? Dann gehen wir weiter. Wir gehen Richtung Fragezeichen. Das ist ja auch ein ganzes Stück noch. Komm, ich klopp mich jetzt nicht mit euch. Wir gehen zum Fragezeichen. Da unten waren wir ja schon. Da ist der Bunker. Wartungs mal, warum ist das M denn dann immer noch da? Naja, kein Problem. Ich werde wahrscheinlich noch öfter dran vorbeirennen und sagen, guck mal da, ein rotes M. Müssen wir mal hin. Schauen wir uns an. Ich habe da ein gnadenlos gutes Gedächtnis. Entschuldigung nochmal. Ich versuche, die Huster, soweit es geht, irgendwie rauszuschneiden. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich alle erwische. Das ist doch sehr aufwendig. So, ich würde sagen, wir fliegen hier noch einmal kurz runter. Geiersturz, look up nach unten. Und bleib nicht hängen, Grimmo. Bleib nicht hängen. Ha, Autsch. Perfekte Landung. So, dann bin ich ja gespannt, was uns das hier will.
Ist das jetzt das Camp, wo wir auch schon mal gewesen sind, Leute? Ein Kochtopf? Wollen wir dich mitnehmen? Also ich vermute höchstwahrscheinlich, we did detect an unusual burst 7 months ago. Readings were similar to what we would see in a brief dimensional switch. Okay, anscheinend gibt es hier noch Schriftstücke, die ich noch nicht kenne. Was hast du hier? Du hast eine Drohne. Ein Anzug, Kapuzenpullover. Sehr, sehr schön. Ihr wart also die Drohnenpatrouille hier anscheinend. Okay, bei euch gibt es anscheinend jetzt nichts mehr. Na, die haben aber auch ordentlich was angerichtet hier, Leute. Wahnsinn, ist hier vielleicht noch irgendwas Spannendes drin? Noch ein paar Pfeile? Das kommt mir so bekannt vor, als ob wir hier schon mal gewesen wären. Aber anscheinend nicht. Aber immerhin, wir kriegen was zu essen. Bisschen Medizin. Ein paar Bolzen. Aber Bolzen haben wir mehr als genug. Können wir nicht mehr mitnehmen. Schade, hätten wir mal zu Hause ein paar gelassen. So, ist hier sonst noch irgendwas außer Dollarzeichen? Ich glaube, ihr hattet vor, die große Kohle zu machen. Ja, Leute, dann haben wir dieses Fragezeichen auch abgearbeitet. Okay. Hier steht noch ein Gleiter. Ich meine, wir haben zwar schon einen, aber vielleicht können wir mit dem hier fliegen. Dann haben wir schon mal zumindest einen schönen Absprungort. Nein, wir tragen zu viele Gleitschirme. Es gibt nur einen. So, auf geht's. Nein! Grimo! Das war nicht gut. So, nochmal, nochmal, nochmal. Pass auf. Im Anlauf und jetzt springen. Weit genug über die Kante. Runter. Schub holen und dann ab nach oben. Wunderbar, wir fliegen zurück in unsere Basis und dann bauen wir die neuen Fallen einmal auf. Und ich bin irre gespannt, was die taugen. Zum einen müssen wir auf jeden Fall diesen Grinder mal ausprobieren. Aber da bin ich mir noch nicht gespannt. Bin ich mir nicht gespannt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo ich den exakt hinbauen möchte. Am liebsten natürlich da, wo wir anfangen, goldene Rüstung herzustellen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Rüstung, Waffen. Ich würde gerne mit goldenen Waffen anfangen, dass wir bei Gelegenheit jetzt in einer der nächsten Folgen vielleicht schon damit loslegen. Aber da müssen wir uns ein wenig drauf vorbereiten. Ich würde sagen, vielleicht, ich möchte das nicht unbedingt in unserer Heimatbasis machen. Die Grundidee war, eventuell das auf einem See zu machen. Vielleicht ein paar Plattformen auf einen See zu bauen, außenrum, um den See herum ein paar Fallen zu setzen und dann die ganze Geschichte auf den See zu machen. Ich bin mal gespannt, ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht machen wir das auch in der Nähe der Base und bauen uns einfach auf Land ein paar Fallen auf, mit denen wir uns verteidigen gegen die Mutanten, die da kommen. Ich weiß, es wird was passieren. Ich weiß nicht, wie viel, ich weiß nicht, wie heftig, aber ich weiß, es wird was kommen und es wird sicherlich nicht ohne sein. So, da unten sehe ich ja schon unsere Hütte. Wunderbar, wir sind schon fast zu Hause, Leute. So, geh einmal runter. Einmal Geiersturz, du wieder. Aber wir haben doch so viel Holz hier gesammelt. Wir müssen hier auch dringend, dringend mal weiterbauen. So, zack, da sind wir. Und mein Dach ist noch nicht fertig. Ich möchte immer das... Wer hat denn die Falle da nicht gespannt? Leute, Lydia! Mann, Kelvin! Könnt ihr nicht machen. Bin ich einmal nicht zu Hause, fluppt hier nichts. So, für die Grindfalle, die wir haben, benötigen wir auf jeden Fall auch noch das Nightvieh. Das habe ich nicht mehr hier liegen. Ich weiß aber, wo ich es liegen lassen habe. Und daher ziehen wir da auch nochmal los. Ich würde jetzt aber einmal gerne probieren, die neue Falle, die wir geholt haben. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Na? Das wäre dann doch das hier, oder? Also ich würde das Ding einmal hier hinbauen wollen. Ich weiß nicht, was es macht. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Wir brauchen ein paar Blätter. Wir brauchen Steine, Sticks. Hoffentlich war Kelvin fleißig. Ja, guck mal hier, wir haben schon wieder Steine am Start. So, dann baue ich das auch mal hin. Und dann hoffe ich sehr... Oh, sogar mit Batterie. Irgendwas mit Strom. Sehr, sehr cool. Haben wir noch Sticks da? Ja, Tatsache. Leute, auch nicht wundern, wenn ich ein bisschen leise rede. Wir haben gerade, ich schaue mal kurz auf den Tacho. Wir haben kurz vor eins. Family schläft, ich bin noch wach, ich bin schlaflos. Aber ich wollte unbedingt noch eine Folge für euch machen, unbedingt. So, das ist irgendwas Elektrisches hier. Ich bin echt mal gespannt, was wir da jetzt gebaut haben. Keine Ahnung, Leute. So, hallo? Lass es doch nicht einfach stehen. So, ich packe mal die Stämme so ein bisschen weiter hier rüber.
Perfekt. Und dann bauen wir uns hier in diese Richtung auch mal noch ein bisschen weiter aus. Wo wir schon mal hier dabei sind. Guck mal so. Pack den mal hier hin. Ich weiß nicht, wo der beste Platz ist. Wie weit brauchen wir, wenn das Ding hier sich irgendwie dreht oder zusammenschlägt. Ich glaube, das wird nach innen zusammenschlagen und dann Gegner elektrisch rösten. Meine Vermutung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Von daher denke ich mal, können wir hier relativ nah dran gehen, ohne die Falle mit irgendwas zu blockieren. So, und dann bauen wir nämlich in diese Richtung hier nochmal so eine Struktur auf. Da ich momentan zeitlich ein bisschen eingeschränkt bin, auch durchs Osterfest, was auch einiges an Zeit gebunden hat, Verwandtenbesuch und so weiter, was man nicht alles macht, die Geschichten mit den Kindern und. Da kommt man auch nicht irrsinnig viel zum Aufnehmen. Man hat endlich mal ein paar Tage frei, aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die auch irrsinnig wichtig sind. Von daher machen wir jetzt erstmal alles schön zusammen, ohne dass ich großartig losziehe und Offscreen-Dinge hier fertige. So, die Zwischenstäbe nehmen wir wieder raus. Wir brauchen nur die Längsstäbe. Und jetzt können wir im Grunde genommen direkt erstmal hier weitermachen. So. Na, mal weg. Ich brauche dich mal hier nicht. So, die. Oh, wunderbar. So kann man doch schon mal die ganzen Längsstreben hier einmal aufbereiten. So weit, wie wir es haben wollen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe schon wieder ein bisschen zu weit raus. Ich würde jetzt an der Stelle hier gleich rüberschwenken wollen. Aber wenn wir das haben, können wir hier drin vielleicht auch noch ein bisschen was mit Pfeilen aufbauen. Wir schauen einfach mal. Schauen mal, wie weit es uns treibt. So, ich nehme wieder raus. Alle Zwischenstücke nehmen wir raus. Die werden gleich schön klein geschlagen. So, einmal alles halbiert. Eins. Na komm, mach's hin. Du schlagst einfach mal. Na, was ist denn da jetzt los? Ich sollte für solche Dinge auch immer einmal bitte die Navigation einpacken. Das kostet dann immer noch unnötig Zeit, so. Wenn es rot leuchtet, schlägst du mit der Axt einmal drauf und dann kannst du es spalten. Hast du gesehen? So funktioniert das. Heute meine Hals. Dieser Frosch, das ist Wahnsinn. Aber ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, ihr wisst noch, bei wem ihr seid. Na? Was ist denn das? Kann ich dich nicht mehr hier drauflegen? Habe ich jetzt doch einen groben Fehler gemacht? Also bis hierhin ging's. Hier kriege ich gerade nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Nein. Okay. Verdammt. Dann ist es... Och, ach, genau. Schau mal. Es muss unterfüttert werden. Sehr gut. Dadurch, dass ich die anderen Stäbe weggenommen habe, hielt die Unterfütterung. Sehr interessant. Auch nicht schlecht. Aber gut, so kann man es machen. Wenn er das jetzt auch automatisch auf die richtige Höhe bringt, bin ich ja völlig zufrieden. So, einen drunter. Und einen oben drauf. Und dann holen wir uns doch einfach nochmal eine Ladungsstämme. Was war das? Oh, ja. Mann, erschreckt mich nicht. Leute, wirklich interessant, dass wir... Oh, diese Vögel, ihr macht mich fertig. Wirklich interessant, dass wir die Falle wirklich einfach in so einem Kellerloch gefunden haben. Da hätte ich beim besten Willen nicht mit gerechnet. Also ich habe mir das einmal auf YouTube angeschaut gehabt. Und das, was ich rausgefunden hatte, war eine Höhle. Es war zwar nicht da, wo ich gewesen bin, es war weiter, es war im Grunde genommen, muss da in der Nähe gewesen sein, wo jetzt das Loch war. Vielleicht weiß das irgendjemand, wie es vorher war. Aber es war auf jeden Fall eine Höhle, in der man das Ding gefunden hat. Man musste in die Höhle, man musste ein Stückchen tauchen, klettern, was auch immer. Und irgendwann kam man dann zu dieser Falle, zu diesem Blueprint. Scheint sich im nachfolgenden, fahr doch mal alles um. Nach mit ein paar Updates ordentlich geändert zu haben. Da habe ich alles nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich persönlich habe sehr lange nicht gespielt gehabt. Ich bin quasi mit 1.0 erst wieder eingestiegen, nachdem ich ja direkt nach Release eine kurze Zeit gespielt hatte.
Aber es ist halt so, natürlich, man macht sich auch mal vorher ein paar Gedanken und ein bisschen informiert man sich. Aber ich möchte mir auch nicht alles spoilern. Und wenn ich dann eine alte Information habe, dann ziehen wir das einfach durch und dann machen wir halt in dem Moment mal was anderes. Ist auch nicht schlimm. Finde ich persönlich gar nicht so dramatisch. So. Komm, pack's dran. Timo! Wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Na, komm, wo ist der Pfeil? Da, da ist der Pfeil. Und hier? Hier auch noch ein Pfeil? Ich weiß, diese Art und Weise zu bauen ist eventuell nicht die effizienteste. Allein vom Material. Keine Ahnung, warum du mir da gerade wieder das nicht anzeigen möchtest. Ich möchte gerne den Stamm hier drauflegen. Manchmal steht das Spiel mit mir auf Kriegsfuß und ich mit dem Spiel. Da war er. So. Und der nächste. Und dann holen wir uns noch mal ein paar weitere Stämme, Leute. Jetzt geht's wieder ans Beplanken. So, ich mache aber wieder Treppenstufen. Komme ich persönlich besser mit zurecht. Und dann hoffe ich, dass wir noch genügend... Natürlich mache ich die wieder hier in die Mitte rein. Warum auch nicht? Ist doch hervorragend. Ich würde mich wirklich wesentlich wohler fühlen, wenn die Lydia schon wieder hier wäre. Der Kelvin... Ja, okay. Der könnte uns natürlich ein bisschen helfen, aber... Sicher fühle ich mich nur, wenn die Lydia da ist. Ach, guck mal, ich habe ja auch noch gar nichts angespitzt und noch keine Steine reingepackt. Mann, auch das noch, Leute. Noch gar nichts gesichert. So, jetzt wieder das Problem mit den Steinen. Wie kriegen wir die Steine am besten raus? So kriegen wir die Steine raus. So, bitte einmal alles grob verstärken. Vielleicht auch erstmal nur mit 2 Steinen. So. Damit wir das auch schon mal alles ein bisschen befestigt haben. Das kann nicht so lange dauern, bis die ersten Gegner wiederkommen. Ich bin mir sicher. Die überraschen uns gleich. Und ich hoffe, er kommt von der Seite, die wir ja schon ein bisschen aufgerüstet haben. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich jetzt erstmal nur 2 Steine setze. Ist das ein großer Nachteil oder ist das eigentlich verschmerzbar? Aber ich guck mal, ich mache erstmal die ersten. Und sobald wir dann... Na? Alles einigermaßen fest haben, setzen wir die dritten Steine auch noch dazu. Wir wollen ja nichts riskieren und dann schlagen wir es gleich alles nochmal spitz. Und ich hoffe, dass wir heute noch Gegner bekommen, damit wir diese neue Geschichte ja auch einmal ausprobieren können. Würde mich ja wahnsinnig interessieren, was genau diese Falle macht. So, haben wir jetzt alle ordentlich... Da fehlt noch einer, genau. Aber ansonsten müsste es das hier mit gewesen sein. Dann geh mal runter und schlag mal langsam alles spitz. Das kann durchaus sein, dass das hier nicht die effizienteste Art und Weise ist, eine Falle aufzubauen. Aber ich finde das irgendwie ganz cool und mir gefällt das allein optisch mit diesen Spikes. Auch wenn man sicherlich viel, viel, viel geilere Fallen bauen kann. Allein schon diese Schutzfälle ist für mich irgendwie... Hat was mit Flair zu tun. Ich mag's, gefällt mir gut. Und darum machen wir das. Ich ziehe das durch, auch wenn es Material und Zeit kostet. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich bin da wahnsinnig gespannt. Wenn ihr habt, würde mich auch sehr interessieren. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Und da könnt ihr mir gerne auch Fotos von euren Fallen und von euren Anlagen posten. Mich würde irre interessieren. Na, was ist das? Da bin ich falsch. Wie eure... Verteidigungsanlagen so aussehen. So, ich packe hier auch noch mal was rein, dass wir das auch noch ein bisschen abgesichert haben hier. Na, ich brauche einen Stein mehr. Mist, ist keiner mehr da. Steine alle, Steine alle. Also wird mich riesig. Hallo, Kelvin, mein Lieber. Komm, geh doch noch mal los, wo du gerade da bist. Und hol Steine und fülle alle Behälter, die du so finden kannst. Kannst du das machen? Kriegst du hin, ne? Wir haben nämlich gar nichts mehr. Wir haben hier nichts mehr. Wir haben nur noch ein paar Sticks da. Leute, das wird langsam echt kritisch hier mit meinem Material. Wir müssen unbedingt losziehen. Und unsere Lager wieder voll machen. Und die Seite ist noch gänzlich unverteidigt. Ich hoffe, es kommen keine Gegner von hier. So, wir sammeln uns einmal schnell ein paar Steine ein. Damit der Kelvin nicht alles alleine machen muss.
Auch da, da ist auch noch nicht alles befestigt. Nicht so, wie es sein sollte. So, ich gehe einmal hier hoch zu unserem Musiker. Ja, dann holen wir uns noch mal irgendwas zu trinken, was zu essen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genügend Getränke und Essen am Mann habe. Guck mal hier. Wird auch langsam wieder weniger. Und einen Softdrink könnten wir uns auch noch mal gönnen. So, lass es dir schmecken. Prost, mein Lieber. Sehr, sehr, sehr witzig, Leute. So, nehmen alles mit. Alles, was wir gebrauchen können. Da sind die Meals, die nehmen wir mit. Hast du auch noch was zu trinken für mich? Du hast ja mal eine depressive Musik hier am Start. Mach's kaputt, wir brauchen doch bestimmt die Platine. Granaten, haben wir wieder welche geworfen? Ich weiß es gar nicht. Du, aber du hast leider nichts zu trinken für mich. Ja, kann das sein? Okay, dann müssen wir unsere Vorräte mal anderweitig wieder füllen. Leute, weit und breit keiner am Start. Ich würde auch sagen, wenn es... wir überziehen eventuell die Folge ein kleines bisschen. Wir bauen hier noch ein bisschen rum. Wenn ich auf die Uhr schaue. Ja, komm. Wenn es heute mal eine etwas längere Folge wird, dann ist das für mich auch noch mal in Ordnung. Die letzte Folge war auch ein bisschen länger. Ja, passt schon. Ich möchte hier mit euch vorankommen. Und wenn wir das hier einigermaßen dicht haben, möchte ich auf jeden Fall anfangen, goldene Waffen zu bauen. Theoretisch wäre es auch für mich vorstellbar, dass wir das doch hier hinter der Palisade machen, wenn es außen sich so weit gut anfühlt. Wenn ich mir sage, okay, wir riskieren das. Sagt mir da auch eure Meinung. Interessiert mich sehr. Jetzt holen wir uns nochmal Stämme ran. Vielleicht lassen wir von da oben nochmal ein bisschen was hier runterrutschen. Können wir hier überhaupt noch vernünftig hochfahren? Hoch geht noch. Runter testen wir gleich mal. So, ich habe hier noch so viele Stämme. Damit können wir doch auch erstmal noch einiges machen. Da hinten ist der Calvin am Start. Gegner kann ich noch keine ausmachen. Ich würde gerne jemanden in die neue Falle locken. Ich möchte unbedingt sehen, wie das Teil in Arbeit aussieht. Da hinten ist jemand, Leute. Schaut mal da. Kommt doch jemand. Bist du die Lydia? Nein, das ist nicht die Lydia. Komm, wir gehen mal runter. Und vielleicht können wir dich ja irgendwie hier durchlocken. Das würde mich natürlich mal... Oh, das war nicht so gut. Ihr also nicht interessieren. Komm mal ran hier. Komm, komm. Krieg ich das weit genug geworfen, dass du merkst, wo ich bin? Das ist ein Mädel, ne? Komm doch mal her. Au, 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 au. Ich renne mir hier wieder selbst die Hacken kaputt. So, komm mal hier durch. Hier, hier, hier. Genau hier. Na komm, Mädel. Mach mir nichts kaputt an der Basis. Hier, hier sollst du hin. Die will sich ja nur einen Stamm holen. Ist doch nicht dein Ernst. Ich möchte nicht, dass du meine Stöcke klaust. Wo ist die hin? Wo ist die Gute? Ihr habt wieder nur eure Holztruppe geschickt. Kann das sein? Und das sind wahrscheinlich nur die Speer. Ja, du mach mal weiter mit deinen Steinen. Ist alles gut? Das Mädchen, die war doch gerade noch hier drauf. Also manchmal. Aber nur manchmal. Bist du jetzt wieder in meiner Basis drin? Doch nicht dein Ernst. Hier, beschmeiß dich mit Stämmen. Was mit dir? Hier, hier ist der Weg. Hier, hier, hier. Wo willst du hin? Mann, gerne durch meine Falle, aber doch nicht in die Spieße. Die kennen wir doch schon. Ich muss meine Stämme wieder rausholen. Drei Stück, zwei von mir und ein von dir. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ich weiß auch nicht, warum die mir immer meine Stämme klauen wollen. Das ist ja unverschämt. So. Mal gucken, ob die anderen Kumpels hier gleich mal vorbeikommen. Sonst müssen wir drüben auch noch so eine Falle aufbauen. Ich glaube, ich habe nicht genügend Material dafür. Aber er würde mich echt interessieren, was die neue Falle kann. Kann ich eigentlich meine Fallen auch... Oh ja, Spieß, Spieß, ich weiß.
keine Fallen auch selber aus Versehen auslösen? Das wäre natürlich äußerst ungünstig. Ich meine, ich hätte das so eingestellt, dass zumindest der Kelvin und die Lydia das nicht können. Das fände ich nämlich äußerst schade, wenn immer meine beiden lieben Begleiter meine Fallen auslösen würden. Darum hatte ich das, glaube ich, deaktiviert. Ob ich das selbst auslösen kann, weiß ich nicht. Ich weiß zumindest, dass ich mir da oben dran eine schwere Beule holen kann. Das war gar nicht so angenehm. Wo sind denn die jetzt alle? Okay. Damit hätten wir hier die Ebene auch schon mal wieder so weit dicht. Wie sieht's denn mit der Uhr aus? Wir haben 17 Uhr und ein paar Gequetsche. Ihr habt mir wieder mal eine Falle hochgestellt. Toll. Eine von denen, die wir schon kennen. Wie wär's denn? Wie wär's denn? Wie wär's denn, Leute? Wenn wir uns hier auch sowas aufbauen. Den Grinder noch nicht, aber das Ding hier vielleicht nochmal. So als kleine Klatschenfalle. Ich weiß nicht, was genau das Ding macht, aber ich vermute wirklich, wir brauchen Steine. Ich vermute, wir brauchen Steine, aber der Kelvin war doch eigentlich schon wieder aktiv, oder? Fragt sich nur, wo du mir die Steine reinpackst. Okay, er hat hier innen drin angefangen, ist auch in Ordnung. So, mach du gleich da hinten die Türe zu, okay, mein Lieber? Damit hier auch keiner reinlatscht. Da ist schon wieder jemand. Na, du Liebe, tanzte für mich. Schon wieder. Wir brauchen Sticks. Wir brauchen... Geh einfach. Komm, geh. Ich kämpfe jetzt nicht mit dir, Lady. Wenn du mitkommen willst, ist in Ordnung. Aber ich lasse dich in Ruhe. So. Ich hole mir lieber nochmal ein paar Sticks, ein paar Steine. Was brauchen wir noch? Brauchen wir Knochen? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, wo ist er hin? Bist du weg? Ach, bist du in meine Falle gelaufen. Das tut mir sehr leid. Die war hier gut versteckt unterm Schnee. Da hinten ist die Lydia, Leute. Jetzt fühle ich mich wieder sicher. So, wir brauchen Sticks, wir brauchen Knochen. Knochen habe ich auch nicht mehr genug. Mann, wir müssen alles wieder beschaffen. Ich glaube, ich werde dir gleich mal mit der Fackel durchlaufen. So, einmal dich. War hier noch jemand? Ja, da liegt nur ein Bein. Ein Bein allein, das soll auch nicht. Oh, ein Hase. Danke, Lydia. Bitte. Danke. Du weißt auch, dass ich Hunger habe, ne? Hast du mitgekriegt, dass wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel haben, ne? Genau, hüpf mal. Dankeschön, Lydia. Und dann schön aufpassen. Dein Bein ist sauber. Hast du dich gewaschen? Ich dachte, das wäre eine Tätowierung gewesen. Sehr interessant. So, was brauchen wir? Wir brauchen Knochen. Zweimal Knochen, einmal Schädel. Schädel habe ich, glaube ich, noch. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. So, und du organisier uns bitte noch weiter Steine. Wenn du damit durch bist, brauchen wir auch noch Stöcke. Also gib ein bisschen Gas. So, ich möchte das wenigstens hier einmal noch komplett haben. Ja, komm. Ey, mir fehlt tatsächlich ein Schädel. Wo ist denn die gute? Hier liegt doch... Oh, Mann, ist der Kopf runter. Wie sollen wir denn einen Schädel kriegen, wenn du die Rübe verlierst? Sehr, sehr schade. Ich gehe nochmal... Geh nochmal rum. Vielleicht liegt hier noch was. Ja, meine Karre. Hier waren noch auch ein paar Leichen. Lauf da nicht rein. Lauf da nicht rein. Nee, anscheinend keine mehr da. Da muss ich mir bei Gelegenheit noch mal einen Schädel organisieren. So, ich würde sagen, wir legen uns jetzt aber einmal kurz hin. Schlafen, die Energie ist auch nicht mehr so zum Besten gestellt. Und dann machen wir das gleich weiter. Es wird aber einmal gespeichert, wo wir jetzt wieder zu Hause sind.
Ja, ich weiß, du hast natürlich wieder mal irren Durst, nicht wahr? Und wir trinken wieder das gesunde Zeug. Hatten wir eventuell noch ein bisschen was hier in der Flasche? Nein, das haben wir letztens auch alles leer gemacht. Verdorbenes packst du weg, das getrocknete kannst du essen. Und den einen hängen wir noch auf. Da hatte ich mir tatsächlich hier einen Totem reingestellt. Sag mal, geht's noch? Aber das gibt wenigstens einen toten Kopf. Auch nicht schlecht. Den hatten wir ja noch gebraucht. Was wollte ich machen? Genau. Wir gehen hier raus, wir platzieren das eine Teil noch. Lydia, passt gut auf hier draußen. Steht da hinten? Nein, das sind unsere Steinstatuen. Ich dachte, da steht auch noch was. So, wunderbar. Dann haben wir diese Falle auch gut platziert. Leute, es nimmt langsam Gestalt an. Wir haben jetzt zwar nur miese Spikes, aber zumindest eine gute Falle und dann so ein paar Klappfallen. Wir machen hier noch deutlich mehr hin. Das wird noch... einiges. Hast du mir schon wieder was gebracht? Das ist aber echt nett von dir, Lydia. Beeren, Dankeschön. Na, womit habe ich denn das verdient? So, ich würde sagen, wir gehen noch einmal kurz hoch. Ich hole noch einmal ein paar Stämme. Dann beplanken wir hier unten noch einmal kurz meine Palisadenwand. Und eventuell kommen mir noch ein, zwei Gegner. Wäre ganz cool. Vielleicht schaffen wir es wirklich noch tatsächlich, dass einer kommt und mit mir die Falle testen möchte. Ich würde es feiern. Ansonsten kriegen wir das sicher in einer der nächsten Folgen zu sehen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was diese coole Klappfalle macht. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Ich sehe es dann zum ersten Mal. So, komm. Wie viele Stämme werden wir da noch brauchen? Ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Ich schicke uns aber auch da hinten nochmal ein paar runter und werde dann offscreen gleich eventuell mich nochmal darum kümmern, dass das Dach endlich mal bedeckt wird. Leute, wir haben eine schöne Hütte hier und da oben regnet es immer noch rein. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ein nach hier, zwei nach da und den Rest nach hier rüber. So, sollte reichen. Jetzt pass auf, dass du dir nicht irgendwo das Bein brichst. Ich guck mal, können wir hier bis drüber? Jawohl. Und jetzt runterspringen. Ja, okay. Hat so gerade funktioniert. So, das Bestücken mit Sticken mache ich dann eventuell auch offscreen, damit wir das, ja, die ganze Fleißarbeit, das muss ja vielleicht nicht immer zusammen sein. Wenn ich es denn hinkriege, wie gesagt. Es sind jetzt zwar ein paar Tage frei, aber die Familie möchte natürlich auch ein bisschen was von einem haben. Und darum, wir schauen einfach mal, wie es funktioniert. So, wir brauchen hier auf jeden Fall... Da hinten läuft immer noch die Lydia. Sehr gut. Die Lydia ist... Da ist es sicher. Und die Möwen, Leute, ich muss hier auch mal dringend was gegen die Möwen unternehmen. Na, holst du uns schon wieder was? Nee, diesmal ist nichts dabei, oder? Daumen hoch, finde ich gut. Alles supi. Ich glaube, der Lydia gefällt unsere Art und Weise, wie wir das Ding hier verteidigen. Kann das sein? So, hier dürfte noch was fehlen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es muss ja nicht bis unten hindurchgezogen sein. Hier fehlen aber noch welche. So, ein Stamm noch, dann müssen wir das haben an der Stelle. Na, falsche Richtung. Hier will ich bauen. Hier, hier, hier. Na, was machst du denn da? Guck mal hier. Mach's als Treppe. Dann reicht's doch noch nicht. Fehlt uns immer noch ein Stamm. Warum rennst du los? Haben wir Gegner? Was gesehen da hinten? Da hinten sehe ich doch irgendwas. Guck mal, wo ist denn die Flinte? Da läuft wieder jemand. Okay, das war's aber schon. Die Lady, die schießen wir jetzt nicht weg. Die kann da ruhig rumlaufen, ist kein Problem. Die kann ruhig ihre Männer holen und dann kämpfen wir gegen die. Aber die Mädels möchte ich eigentlich ganz gerne, wenn es geht, verschonen.
Meistens trauern sie um ihre Männer. Guck mal hier, wo das alles gelandet ist. Da wollen uns nur unsere Baumstämme klauen. Hab ich ja auch noch Sticks, Leute. Super. Wir sind noch gar nicht so arm dran. Also wie gesagt, meistens klauen die uns ein paar Stämme oder betrauern ihre Männer, die wir hier erlegt haben. Und sind eigentlich gar nicht so die übelsten Bösewichte. Hauen uns zwar auch schon mal ab und zu eine rein, aber gar nicht so schlimm, wie es die anderen machen halt. So, ich würde das ganz gerne so ein bisschen schräg hier ansetzen, damit wir dann weiter... Moment. Eventuell mit ein bisschen Luft dazwischen, wo ich dann nochmal so eine Klappenfalle hinsetze. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich will ganz gerne so ein bisschen hier rüberkommen. Funktioniert mein Mikro? Nehme ich auf, Leute. Seid ihr da? Nee, das ist, glaube ich, zu schief. Schau mal. Am besten ungefähr so in der Form, hätte ich gesagt. So, und dann einfach mal gerade hier rüber. Dann ist das zwar nicht auf einer Ebene mit dem, was ich da hinten gebastelt habe. Aber ist nicht weiter schlimm. Soll uns nicht stören. Soll uns nicht aufhalten. So, mehr Besuch ist uns anscheinend nicht gegönnt heute. Ich finde aber, wir haben schon einiges gemacht hier an Fallen. Es gefällt mir gut. Es nimmt immer mehr und mehr Gestalt an. Und wenn ich das Ganze hier einmal rum habe, bis dort vorne, dann überlegen wir uns, wo wir die goldenen Rüstungen und die goldenen Waffen machen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Das ist das nächste, wo ich richtig Bock drauf habe, mal die ersten Waffen zu vergolden und zu gucken, was dann so auf uns zukommt in Sachen Mutantenangriffen. So, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig meine Videos. Ich freue mich auf euch und ich bin raus, euer GameRoh.